Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und dann mit einem Panzer, den ich schon lange nicht mehr gezeigt habe. Und zwar den T-26E4, aber besser bekannt als Super Pershing. Hier mit seiner deutschen Flagge drauf. Ja, dann sind wir mal gespannt. Gespielt wird hier das Ganze von Sandam 007. Karte ist Wadi und Gegner sind in der Tendenz her, würde ich sagen, etwas besser. Und wenn da auch Spieler sehe mit 59.000 Gefechten im Bulldog, 40.000 Gefechte im Panther, 44.000 und 31, also in Summe nicht in den Panzern, sondern natürlich auf dem Account, aber trotzdem sehr gewiefte Spieler, kann man auf jeden Fall so sagen. Jetzt bin ich gespannt, wo er hinfährt. Er muss hier ja eigentlich verteidigen. Man sieht, das ganze Team geht hier Richtung Osten. Aber scheinbar denkt er sich, nee, Lemming Train mache ich nicht oder ich kann mich woanders besser positionieren. Weil mit dem Panzer hat man, obwohl es eigentlich ein offizieller mittlerer Panzer ist, aber definitiv einen Heavy zur Verfügung. So muss man ihn auch spielen. Und gerade diese Karte bietet für diesen Panzer auch den ein oder anderen Einsatzort. Das kann man ganz klar so sagen. Die Verbesserung damals an der Geschwindigkeit hat ihn aber eh schon ganz gut getan, weil früher war er noch einen Ticken langsamer. Dafür noch etwas stärker gepanzert, aber ich fand die Anpassung vom Super Pershing sehr sinnvoll. Jetzt hat er da schon ein paar Panzer offen. Mal schauen, ob er da auf was draufkommt. Da hat er doch einen T-34-85. Und da haben wir den ersten Hit auch direkt. Reload ist ganz ordentlich. Vielleicht kriegt er noch einen zweiten Schuss raus. Der zweite geht auch noch sehr schön. Einen bräuchte er noch, dann würde er den schon vielleicht aus dem Spiel nehmen. Aber muss nicht sein, weil der Schaden selber ist so um die 250er Gegend. Plus minus eben dem RNG-Faktor. Da ist ein MT-25. Da war ein MT-25. Ja, da hat der Ferdinand dann noch kurz einen Prozess gemacht, nachdem er hier schon drauf gehittet hat. So, da kommt er auf den eigentlich mit drauf. Da bekommt er bei eine Su-152. Schöner Hit. Man sieht, die Fluggeschwindigkeit der Projektile ist ganz ordentlich. Das heißt, man muss gar nicht so weit vorhalten. So, der zweite Hit. Da hat er, glaube ich, die Kanone selber getroffen. Deswegen in dem Augenblick ein kritischer Treffer. Da ist der T-34-85 wieder. Ah, Mist, der ging drüber. Und jetzt zieht er sich zurück. Da, auf die kommt er einfach nicht drauf. Aber die Su steht da weiterhin und will auf ihn schießen. Der ging daneben. Der hat leider gar nicht getroffen. Aber vielleicht jetzt der dann. Ja, der klappt. 130 hat er noch und... Oh nee, da kommt der Walker angelaufen. Angefahren trifft es natürlich eher, aber angelaufen fühlt sich zumindest an. Den T29, da kommt er nicht drauf, da kann er nicht dem AMX unterstützen. Aber der Bulldog, der hält ihm schön hier das Popöchen hin, kann man schon fast sagen. Schießt auch drauf, kriegt den ersten Hit direkt. Und nochmal einen. Sehr nice. Walker Bulldog ist aus dem Spiel genommen. Hat er nicht so ganz clever gemacht, da vorne so stehen zu bleiben. Gerade der Bulldog lebt doch von seiner Aktivität und von seiner Fahrfreude. T-44 links neben ihm. Wollte zwar scheinbar erst Richtung T-29 fahren, hat sich jetzt aber umentschlossen und denkt sich, nee, ich mach den T-44 erstmal klar. Kann jetzt natürlich, oh 3:7 steht es aktuell für den Gegner, eigentlich schon, schießt hier auf die Unterwanne, aber kommt nicht durch. T-45 ist hier gleich durchgekommen, aber jetzt prallt der T-45 ab und er selber macht den Hit. Und trifft ihn nochmal, kettet ihn auch dabei, sehr schön. 3:9 aktuell mittlerweile für den Gegner, also sehr eindeutig eigentlich. Jetzt hält die Su auch von hinten rein. T-44 muss aber jetzt erstmal wegmachen.
Er selber ist hier gerade gekettet. Hat jetzt repariert. Jetzt gibt es einen kleinen Rammschaden von 117. Plus nochmal einen Hit von 200. Jetzt müsste er ihn eigentlich wegmachen. Macht ihn weg. Die Su hat es aber nochmal genutzt, um ihm nochmal einen in die Seite zu geben. 6 zu 10. Das Team schießt sich so ein bisschen wieder zurück. Aber jetzt macht er hoffentlich wenigstens mal die Su weg. Ja, Su ist weg. Damit steht es 8 zu 10. Also es nähert sich wieder etwas an. T-34-3 ist da vorne offen. Und man sieht, 4 Abpraller hat er aber allein vom T-44 bekommen. Schön, wenn der T-34-3 nicht zurückschießt, so macht es immer am meisten Spaß. Kriegt dann noch einen Hit raus. Jetzt kommt er sogar nochmal vor, dass man ihn besser treffen kann. Das ist aber ganz lieb von ihm. Jetzt schießt er zurück, prallt hier ab und das auch noch mit Premium und wird vom Tiger gekillt. Ja, war ein schöner Damage-Pinata. Aktuell ist er bei 4300 Schaden. Richtig, richtig gut. Mal vielleicht auf die Durchschlagswerte 170 mit Normal und 258 mit Premium. Aber man darf eben nicht vergessen, er hat ja ein verbessertes Matchmaking, das heißt, den Super Pershing sieht man höchstens in 9er Gefechten. Sofern kein Trollzug gebildet wird und man natürlich mit einem 10er platoniert, dann kommt man natürlich auch in 10er Gefechte. Der Gegner ist da drüben im Osten komplett offen. Einzige Panzer, der noch gar nicht gespottet worden ist, ist der AMX-12T, also entweder AFK oder positionstechnisch wirklich sehr gut bisher. Da ist der Tiger und da ist der Löwe. Der Löwe, oh, der schießt da auch noch daneben. Jetzt wird es schwierig, weil der Löwe, er ist ein One-Shot für den Löwen. Und es wäre ja schade, wenn die Runde für ihn jetzt hier schon beendet wäre. Das ist ein schwieriger Schuss, den er da jetzt machen muss. Da hat er die Kommandantenkuppel, kriegt den Kommandanten und der macht den Kill. Sehr schöner Kill. Dass er da die Kommandantenluke so anvisiert, dass der Hit so kommt, wirklich natürlich ein bisschen glücklich, aber auch schön geaimt. Da sieht man schon, er weiß, wo die Weakspots sind und wo man hinschießen muss. Kommandantenkuppeln sind für ihn kein Fremdwort. 12 zu 12, ausgeglichen jetzt gerade. Jetzt nur die Frage, wo ist dieser AMX, weil der kann natürlich von hinten kommen und den eben das ganze Spiel zerstören. Auf jeden Fall ist da drüben mal der Tiger. Kommt aber da jetzt gerade nicht drauf. 2 Minuten hat der Gegner noch, also von dem her sind sie auch da langsam unter Druck. Oh, da kommen sie alle. Das ganze Gegnerteam auch noch mit einem ordentlichen HP-Pool. Am AMX-12T prallt er ab, aber man sieht, der FCM hat noch ein bisschen was an Struktur. Er selber ist ja hier schon fast ein One-Shot. Also von dem her, da muss er wirklich aufpassen. Und der Gegner ist da noch so frisch. Also es könnte nochmal ein spannender Abschluss werden. Was ich jetzt aber sehr schön finde, er könnte natürlich hier ein bisschen auf Zeit spielen. Wird wahrscheinlich sogar ich so machen. Aber er scheinbar nicht. Er sagt sich, nee, ich beende das jetzt wie ein Mann und fahrt hier auf jeden Fall mal vor Richtung Gegner. Um auch natürlich dem FCM zu helfen. Und da bekommt er den Hit leider nicht. Jetzt stellt sich der AMX-12T in den Cap. Da hat er ihn, er könnte ihn decappen. Ah, da geht minimal daneben. Hat da jetzt kein Glück mit den Schüssen. Aber man sieht, die Cap-Zeit würde nicht langen für den Gegner. Da hat er jetzt den KV-3, aber auch da trifft er nicht. So. Der FCM fährt jetzt auf den AMX drauf und wiederum er hier auch trifft ihn einmal.
aktuell 4776 Schaden, Auto-Aim und... Nee, er aimt um auf den KV. Der kommt jetzt hier über den Hügel drüber. Aktuell 5000 Schaden und wer von den beiden den Kill bekommt und den Krieger sieht, seht ihr jetzt gleich. Bis bald. Ich wünsche euch alles Gute, euer Alcaramba.